Wie heißt du? Ich heiße Laura und bin online bekannt unter dem Namen Nefari. Wie alt bist du? Ich bin seit Mai 23 Jahre alt. Wie bist du zum Projekt gekommen? Zum Projekt gekommen bin ich damals durch Flori. Der hat ja früher diese Eragon-Hörbücher auf YouTube hochgeladen und das hatte ich scheinbar abonniert und ich hatte das eigentlich schon längst wieder vergessen. Aber als er dann mal was zu diesem Projekt hochgeladen hat, was er vorhat, mit der Community zu schreiben und sowas, da war ich sofort interessiert und dachte mir, das könnte mal cool werden. Also habe ich halt einfach mitgemacht. Um was kümmerst du dich im Projekt? Ich bin beim Projekt so ein bisschen Mädchen für alles. Ich kümmere mich darum, dass wir den Kontakt zu den Zeichnern halten. Ich kümmere mich zwischendurch ein bisschen um die Facebook-Seite mit. Ich kümmere mich darum, dass wir unseren Fans auch antworten, wenn wir mal Nachrichten bekommen oder Geschichten zugeschickt bekommen oder sowas. Ich bin ganz viel am Ausplan beteiligt, am Schreiben, am Korrigieren, am Kontrollieren, am Umschreiben und im Notfall auch mal einmal, um alles nochmal komplett umzuwerfen. Welcher Dämonencharakter wärst du am ehesten? Ich wäre wahrscheinlich am ehesten so eine Mischung aus Aruma K. und Yarek Dun, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt so passend scheint. Wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben? Wo ich so gut mit Adjektiven beschreiben kann. Ich würde mich als sehr emotional beschreiben, als sehr loyal und definitiv als chaotisch. Was ist dein größter Traum? Mein Traum auf das Projekt bezogen ist tatsächlich was wir schon seit einer ganzen Weile haben. Und zwar, dass wir irgendwo ein bisschen fernab, irgendwo an einem See oder so, in so einer riesigen Villa wohnen können, wo jeder so seinen Arbeitsplatz hat, wo wir uns den ganzen Tag nur um die Voicer kümmern können, wo wir alle zusammen wohnen und alle zusammen unseren Spaß haben können, wie so ein ewig langgezogenes Forentreffen, wo wir durch nichts abgelenkt werden und dass wir den Content dann erschaffen können, um ganz viele Leute zu erreichen, zu begeistern und auch anzuregen, kreativ zu werden. Was sind deine Lieblingswelten? Meine Lieblingswelt ist die Welt von Tolkien, weil ich einfach absolut begeistert bin, weil ich mir immer sicher sein kann, dass da noch was ist, was ich noch nicht entdeckt habe und was ich noch herausfinden kann. Und die Geschichten, die ich jetzt halt schon kenne, sind halt, die faszinieren mich und die regen mich immer dazu an, kreativ zu werden. Warum lachst du so laut? Ich lache grundsätzlich eigentlich nur dann laut, wenn ich mich ziemlich wohl fühle und wenn ich sehr glücklich mit den Menschen bin, mit denen ich mich umgebe. Das heißt, alle Leute, die mich halt sehr laut lachen hören, können sich als sehr glücklich schätzen, weil ich mich bei ihnen ja sehr wohl fühle. Wieso bist du so groß? Ich bin nicht groß. Ihr seid einfach alle verdammt klein.